Ja, das Budget steht ganz klar unter dem Motto Dekade von den grossen Investitionen für Schul- und Sportanlagen. Wir können einen Überschuss von 14 Millionen können wir ausweisen. Das ist ein absolutes Novum bei Ausgaben von 1,3 Milliarden Franken. Wir werden zusätzlich im Stadion beantragen, die Spezialfinanzierung Schulbauten von 100 Millionen auf 250 Millionen zu erhöhen. Wir wollen ja in Zukunft Überschüsse erwirtschaften und können die Spezialfinanzierung einlegen, sodass wir nachhaltig die zukünftigen Generationen unterstützen bei der Finanzierung.